Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Olli Olli 2. Welcome to Ollywood. Ach ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich hier ein komplettes Let's Play zu mache, irgendwie von der Karriere, oder ob ich hier nur ein bisschen anteste und zeige, was in Olli Olli 2 so geht. Das liegt, glaube ich, oder das hängt hauptsächlich davon ab, wann ich an diesem Spiel verzweifeln werde. Gucken wir mal. Auf jeden Fall legen wir erstmal fröhlich los. Ich habe hier einen kompletten neuen Spielstand. Welcome to Skatepark. Skating is tough. We're going to show you the basics before we let you loose in Hollywood. Okay, wir machen also erstmal ein kleines Tutorial. Und ich muss vorweg noch, as usual, ein paar Worte zum Soundtrack verlieren, beziehungsweise zur Hintergrundmusik. Das ist nicht die Hintergrundmusik aus dem Spiel, sondern so meine Standard-Punk-Rock-Playlist, die ich eigentlich so für alle Skate-Spiele habe. Zum einen wegen Original-Soundtrack und GEMA und YouTube und kein großer Spaß. Und zum anderen ist der Original-Soundtrack leider auch sehr, sehr launch-lastig und sehr, sehr ruhig und chillig und sphärisch. Und ich brauche zu einem Skate-Spiel leider ein bisschen Punk- und rockige Musik. Von daher ist hier mal wieder die Musik im Hintergrund und ja, so viel dazu. Pushing. Tap A button to push and increase your speed. Two pushes equals full speed. Alles klar, verstanden? Okay, push 5 times. Das schaffe ich gerade noch. Ich habe es schon mal ein klein bisschen angetestet und dann meinen Spielstand resettet, damit wir hier quasi ganz von vorne anfangen können. Der entscheidende Nachteil auch in diesem Spiel ist, dass teilweise der Controller einfach ultra vibriert. Also wenn hier so ein auf einmal im Hintergrund ist, nicht wundern, dann liegt das am Controller. Man kann das auch leider nicht deaktivieren, das ist sehr bedauerlich. Use the left stick to launch tricks. Hold the left stick down to prepare a trick. Let go of the left stick to launch a trick. Alright. Das kann ich auch noch aus dem ersten Teil. Mehr oder minder. Irgendwie, naja, lief so halbwegs. Next level. Launch a trick to tap, then tap A button to land just before. Okay, also wir müssen einfach, was müssen wir machen? Land 5 tricks, okay, das kann ich. Wir müssen sie nicht mal perfekt landen, ne? Wir müssen sie einfach nur landen. Na dann, das kriege ich gerade noch hin. Das ist okay. Next level. Grind a trick. Okay. Auch grinden kriege ich gerade noch hin. Wir können übrigens eine neue coole Sache, ich weiß gar nicht, ob das hier im Tutorial drin ist. Wir gucken gleich mal. Wenn nicht, zeige ich es in der ersten Map. Ich kann es auch jetzt einfach gleich mal zeigen. Ich glaube, es ist theoretisch im Tutorial drin, aber irgendwie spielt man dieses Tutorial nicht am Stück frei, sondern da kommen später noch Sachen dazu. Ich habe noch keine Ahnung, wie man das unlockt, aber okay, wir können auf jeden Fall grinden. Und jetzt geht es um was? Hold the left stick, quickly rotate. Achso, wir müssen einfach nur verschiedene Tricks machen. Alles klar, kann ich. Do 5 advanced tricks, like a laser flip or 360 or... Okay, der Olli ist kein advanced. Okay, es müssen auch nicht mal verschiedene sein. Ach komm schon, von oben und runter ist... Ah, wollte gerade sagen, es geht doch. Welcome to Hollywood, you've got the basics down, time to shred. Alright. So, jetzt möchte ich aber ganz gerne nochmal wieder in den Skatepark. Da gibt es nämlich... So, ihr seht schon, hier gibt es noch Sachen, die sind noch nicht unlocked. Ich habe keine Ahnung. Wir machen erstmal Perfect Grinds noch. For sake of it. Perfect Grinds sind nämlich auch gar nicht so schwer. Ich bin erstaunt, dass ich es irgendwie... Okay, wollte gerade sagen, viel besser drauf habe als noch bei Teil 1. Da bin ich ja mit der Steuerung irgendwie gar nicht klargekommen. Aber hier geht es irgendwie einigermaßen. Oh, und das wird auch nicht schön. Perfect Launches, das ist sehr seltsam. Also man muss in Wirklichkeit viel früher abspringen. Ich habe den Teil schon mal gespielt. So, und ich lasse in Wirklichkeit jetzt schon los. Also eigentlich schon kurz vor dem Ding. Hier irgendwie einen perfekten Launch hinzukriegen. Okay, das war schon zu spät, lustigerweise. So, einmal noch und... Jawohl, got it.
So, und jetzt sind wir, glaube ich, achso. Genau, dann sind wir damit durch. Ja, dann zeige ich das jetzt im ersten Level. Wir können nämlich manualen, das ist relativ neu. Career, da ist Career, sehr schön. Und wir fangen einfach mal mit dem ersten Level an. Was müssen wir machen? Highscore, Combo Size, Kicking Things Off. Steht hier auch irgendwo mit bei, was das genau ist. Stylish and Perfectionist. Ah, hier steht's, okay. 20.000 Punkte, eine 5-fach-Kombo mit einer mindestens okay Landing, zwei Kickflips, no sloppy Landings und nail a perfect Landing. Okay, das ist alles noch relativ easy. Oh Gott, das kann ich mir niemals merken. Ich fahre hier einfach erstmal, ne? Wir machen das schon irgendwie. So, perfect Landing hätten wir schon mal. Oh. Okay, ohne Sloppy kommen wir auf jeden Fall nicht mehr durch. Genau, und ihr seht schon, man kann manualen und das verlängert die Tricks dann doch nochmal deutlich. Also beziehungsweise es macht es einfacher mit einer Combo. Wow, das ist viel zu slow und ich lege mich massiv auf die Fresse. Naja, aber wir haben zumindest... okay, wir müssen zwei Kickflips landen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ein Kickflip geht. Und ohne Sloppy Landing. Okay, wir starten einfach nochmal. Es lief ja fast gut. Oh, das läuft ganz ordentlich, muss ich sagen. Okay, zwei Kickflips hätten wir. Oh. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Haben wir alles? Finish with no sloppy. Ja, cool, wir haben alles. Das lief doch ganz gut. Alter, mal eben 945.000 Punkte-Kombo. Okay, ich glaube, durch das Manualen habe ich hier die Tricks einigermaßen raus. Mal gucken... Also ich kann beim Grinden immer noch ein bisschen mehr machen und auch irgendwie beim Abspringen hier und da noch. Aber wir gucken einfach mal, wie krass die Level noch werden letztes Mal. Also beim ersten Teil habe ich ja auch irgendwie massiv abgekotzt zwischendrin. Von daher gucken wir mal. Wir können ja auch die Pro-Level machen. Mal gucken. Okay, get a score of, Alter, 1,6 Millionen Punkte. Okay, das ist schon ordentlich. 40er Kombo mit einem Perfect Landing, okay, das geht dann aber auch. Grab all the movie tickets and finish, okay, ich glaube, nein. Wobei, wir schauen uns das spaßeshalber mal an. Oh, okay, ich sehe schon, da sind dann auch deutlich mehr Hindernisse und überhaupt ist das eigentlich schon fast eine ganz andere Map. Es ist ähnlich, aber eben mit Hindernissen und anderen Rails und überhaupt. Okay, ich glaube, ich mache eher den Basic-Scheiß. Den Basic-Scheiß kann ich. Den Pro-Kram kann ich vielleicht auch. Aber nicht im Let's Play, weil ich da ungefähr 18.000 Versuche brauchen werde. Warum läuft da ein Counter runter? Ach, das ist für den Daily Grind, okay. Die Daily Challenge ist mir gerade mal egal. Wir spielen den zweiten Teil hier. Was müssen wir machen? 40.000 Punkte, eine 8-fach-Kombo, zwei Tail Slides, ein Perfect Grind und Grind on all the Markers. Okay. Wir fahren erstmal wieder ganz normal eine Runde. Mist. Okay, zumindest die 8-fach-Kombo haben wir gelandet. Das ist doch auch schon mal was. Man muss halt einfach darauf achten, dass man nicht zu langsam wird. Wow. Mist. Schade eigentlich, bis dahin war es ganz okay. So, ich muss mal nachgucken, wie die Tailslides eigentlich gehen. Muss ich gleich mal schauen. Beziehungsweise noch mal ein bisschen rumprobieren. Das ist der 5-0, so geht's nicht. Mist, das war die falsche Taste. Okay, das
Das war ein Lipslide. Mist. Naja, egal, solange ich die ganzen Marker noch mitkriege, ist eigentlich alles total tutti. Wow. Wow. Das sieht ganz gut aus. Ja, Moment. Irgendwas fehlt uns hier noch. Achso, A Tale of Two Grinds. Ja, okay. Ich muss mal... Wo ist denn das Trictionary? So, wo haben wir denn... Achso, Grinds. Tailslide. Ah, nach oben einfach. Okay, das ist ja relativ simpel. Dann gucken wir mal. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Ich werde hier übrigens nicht zwingend auf 100% gehen, aber... Solange ich das noch kann... So, okay, das war jetzt echt grützig, aber wir haben es ja. 80.000 Punkte, eine 10-fach-Kombo, ein Perfect Launch, okay, das heißt, wir haben so ein Ding. Grind the train on the Gunmetal Creek Movie Set and finish. Bust a backside shove it and a frontside shove it. Okay, das werde ich wahrscheinlich im Trictionary nachgucken müssen. Das ist schon mal nicht so gut gelaufen. Eigentlich könnte man da schon den Perfect Launch machen. Man. Mist. Ja, da habe ich nochmal A gedrückt und dann grindet er natürlich nicht. Aber zumindest haben wir den Perfect Launch schon mal weg, da muss ich mir da keine Gedanken drum machen. So, der Backside Shuffle. Wie ging der Frontside und Backside Shuffle? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Okay, das war so eigentlich nicht geplant. Ach, fuck. ich bin's von Tony Hawk's Pro Skater einfach noch gewöhnt, zum Grinden die eine Taste zu drücken. Und die eine Taste ist hier leider Restart. Da muss ich erst noch mal ein bisschen drauf klarkommen. Okay, das ist ein Inward-Heel-Flip, der bringt mir auch nichts. Frontside-Shuffled, okay. Backside 360 Shuffled. Reicht das? 80.000 Punkte. Bust a Backside Shuffled. Okay, das gucke ich nochmal im Trictionary nach. Backside Shuffled, Frontside Shuffled. Das sind Flip Tricks, ne? Okay, das ist unten nach. Okay. Runter und dann ist das einfach nur nach vorne oder ist das nach oben? Also ist das ein Viertel oder eine Ganze? Man weiß es nicht. Ja, also ein Viertel oder eine halbe Drehung vom Stick. Wir gucken mal. Okay, das hätten wir. So, irgendwas musste ich noch machen. Das weiß ich aber schon nicht mehr. Level Selection. Was müssen wir noch machen? Grind the train on the Gunmetal Creek. Okay. Wo auch immer der ist. Eigentlich dachte ich, ich wäre hier an so ziemlich allem gegrindet, was ging. Aber offenbar nicht. Ach, da unten ist der Train. Okay, da bin ich drüber gesprungen. Okay, das ist okay. Dann weiß ich jetzt zumindest, wo ich hin muss. Einfach da ein bisschen später... Mist. Einfach ein bisschen später die Grind-Taste drücken. Nee, Mist, ich dachte, da komme ich noch aufs Rail, aber dem war nicht so. So, höp. Nein! Warum drücke ich denn da Restart? Ich wollte doch nur grinden. Ich opfer. Okay, also nochmal. Es tut mir leid. Es wird mir wahrscheinlich noch ein, zwei Mal passieren.
So, ich muss dann eigentlich nur noch ins Ziel kommen, ne? Das war nicht die einzige Bedingung. Jawohl. Okay, dann haben wir das auch. Schön, schön. Dann machen wir mal hier weiter. 120.000 Punkte, 20-fach-Kombo. Alter, das wird langsam ganz schön anstrengend und wir sind ja noch am Anfang. 20-fach-Kombo ist schon ordentlich. 3 perfekte Grinds ist machbar. Und Grind the Robot Head, da kümmern wir uns bei Gelegenheit um. Also erstmal eine 20er-Kombo mit 120.000 Punkten. Das war bis dahin ganz gut und dann wollte ich eigentlich grinden und das hat nicht so sehr funktioniert. Bedauerlich. Na, machen wir nochmal. Ich freue mich schon wieder auf die Level, die dann am Ende so aus 48 Fails und dann einem totalen Success bestehen. Niedrig oder hatten zu wenig Schwung, eher gesagt. Auch da hatten wir zu wenig Schwung, um das Ding mitzunehmen. Wow. Das war ganz schön knapp. Ich lande das mal. Wir sind jetzt eben Ziel. Okay. Okay, wir müssen noch die beiden Movie-Tickets mitnehmen und den Robot-Head on the Titan. Okay, das lässt sich theoretisch in einem Run machen. Theoretisch. Wenn ich dann noch weiß, wo der Shit ist. Und ich darf die Combo nicht so lang machen. Alter, warum habe ich das denn nicht gekriegt? Gott, resume, danke. Was tue ich? Ah, okay. Wow, 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 wow. Das lief nicht ganz so gut. Das kriegen wir hin. Okay, das lief auch nicht ganz wie geplant, aber egal. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall ins Ziel kommen. Und idealerweise. Wir müssen eigentlich nur ins Ziel kommen, dann ist alles total gut. Jawohl. Das lief doch. Sehr schön, hoppala. So, ich glaube, den fünften Teil hebe ich mir mal für die nächste Folge auf. Es gibt übrigens insgesamt 25 Level, also 25. Ich freue mich ein bisschen drauf, es gibt halt so verschiedene Szenerien. Das ist hier jetzt halt alles Hollywood. Dann gibt's Curse of the Erzsack, da habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Gunmetal Creek sieht auch schon sehr super aus. Carnival of the Dead klingt auch ein bisschen fantastisch. Und Titan Sky. Ich bin sehr gespannt auf die Settings. Also es klingt alles sehr vielversprechend. Ich werde wahrscheinlich an den Missionen total verzweifeln, auch auf Amateur schon. Aber hey, ich gucke einfach mal, wie lange ich Lust habe und wie viele Folgen ich dann letztendlich mache. Erstmal vielen Dank fürs Zugucken, einen angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.